Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Morgens gebe ich den Kaninchen jetzt erstmal ein bisschen Gras. Gemüse haben die schon von mir bekommen. Und das geben wir denen jetzt einfach und schaut mal, wie süß die sich jetzt gleich freuen und es anfangen zu fressen. Und sobald die dann gut abgelenkt sind, fangen wir dann auch direkt an mit der Nestkontrolle. Aber erstmal schauen wir uns die Kaninchen an. Milli und Milky geht es zurzeit sehr gut. Die fressen sehr viel. Das ist immer sehr gut, wenn die Kaninchenmütter fressen. Und schaut mal, wie die beiden hier am Schmatzen sind. Es scheint ihnen wirklich zu schmecken, was mich natürlich super mega freut, denn der Garten ist ja voller Gras, also brauche ich mir auch keine Mühe machen, irgendwo hinzugehen und Futter zu kaufen oder so, wenn ich so schönes, grünes, frisches Gras im Garten habe. Bevor wir dann jetzt gleich die Nestkontrolle machen, habe ich noch eine wichtige Frage an euch. Möchtet ihr denn gerne ein neues Format sehen, wo ich eure Ställe, eure Gehege in einem Video präsentiere? Wenn ihr das möchtet, schreibt mir das einfach gerne in den Kommentaren und dann könnten wir ja vielleicht ein neues Format aufmachen, wo ich wöchentlich einmal eure Ställe in einem von meinen Videos präsentieren werde. Die beiden sind jetzt gut abgelenkt, deswegen machen wir direkt die erste Nestkontrolle bei der Milli. Milli, ihre Babys sind jetzt schon 6 Tage alt und sehen wirklich super entwickelt aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, wie es denn im Nestchen aussieht. Ich bin immer fasziniert, wenn ich ins Gehege reinkomme und dann bei den Babys bin, wie schnell die sich entwickeln und was für Fortschritte die Kleinen in so wenigen Tagen machen. Jetzt schaut euch mal an, wie schön die jetzt schon aussehen. Und ich kann wirklich das schon erahnen, wie die mal aussehen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch jetzt in der Kamera gut rüberkommt, aber seht ihr, dass die Kaninchen nicht komplett weiß sind, sondern so einen leichten blonden Schimmer haben? Ich weiß nicht. Ich glaube, die werden nicht komplett weiß sein, sondern ein kleines bisschen cremig. Und hier ist die Milli Punkt 2. Das ist ja genau die Kopie von der Mama. Und dann haben wir hier noch unser schönes silbernes Baby. Das ist auch richtig schön. Und schaut mal, sein Fell schimmert richtig. Das ist wunderschön. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich bin richtig gespannt, wie die Kaninchen mal aussehen werden, wenn die etwas älter sind. Milli, ihre Nestkontrolle war sehr erfolgreich. Jetzt bin ich noch ein bisschen bei den Kaninchen und habe ein bisschen sauber gemacht, dass das Gehege einfach wieder auf Vordermann gebracht wird. Und dann machen wir uns direkt zu der Milki und gucken mal, was ihre Babys so machen. Milki, ihre Babys sind jetzt schon 3 Tage alt und Milki hat wirklich nicht gespart an ihrem Fell. Sie hat wirklich super viel Fell für die Kaninchen geopfert. Und hier sind die Kleinen. Die haben jetzt langsam auch ein bisschen Fell, aber ganz, ganz wenig. Und schaut mal, dieses Kaninchen, das ist ganz, ganz, ganz anders als die Kaninchen, die ich davor alle hatte. Das hat einen weißen Bauch und jetzt passt mal auf, eine weiße Stupsnase. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Es ist so süß. Ich möchte endlich, dass die schnell Fell bekommen und ich dann genau sehen kann, wie die mal aussehen werden. Denn ich bin richtig gespannt darauf. Den ganzen Tag über gibt es nur frisches Gemüse und Gras und frisches Heu. Am Abend füttere ich aber den Kaninchen immer noch Pellets und Haferflocken. Deswegen habe ich das Ding jetzt auch schon bereitgelegt, dass die dann genug Kraft für den Abend haben und für die Nacht. Denn nachts sind die ja beide auch bei den Babys und stillen die Kleinen. Wir haben es jetzt schon spät am Abend, deswegen werde ich dieses Video auch hier beenden. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und danke, dass ihr so gerne meine Videos schaut und fleißig einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich wirklich total und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen, eure Kaninchenbande. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich noch gerne die liebe Julia grüßen. Dankeschön für deinen lieben Kommentar und dass du so gerne meine Videos schaust. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.